Ahoi, ihr Lieben, seien wir doch mal ehrlich, wir alle haben viel zu wenig Zeit und sind eigentlich durchgehend gestresst. Wie wäre es, wenn ich euch eine Variante zeigen könnte, wie ihr pro Woche 6 Stunden Zeit euch einfach wieder zurückholen könntet? Ja, ich habe mir schon gedacht, das ist ein Thema, was dich interessiert und deswegen bist du auch dran geblieben. Die Variante, die ich euch heute im Video zeigen möchte, ist die Plattform Helpling. Was ist Helpling? Helpling ist eine Plattform, die die Kommunikation zwischen einem Haushalt, der gereinigt werden möchte, also euch als Kunden, und einer professionellen Reinigungskraft ermöglicht. Professionell, bewertet diesen Begriff in dem Fall bitte nicht über, das sind auch oft einfach Studenten oder ja, Jugendliche, die sich eben Geld zuverdienen wollen. Aber es ist eben keine Schwarzarbeit, das meine ich in dem Fall professionell. Das ist ja in dem Fall sehr verbreitet und illegal. Da sind wir schon beim ersten Vorteil von Helpling. Zum einen, das Ganze ist absolut legal. Ihr erhaltet auch eine Rechnung. Und die Rechnung ist wiederum wichtig, damit ihr dann einen Teil von eurem Geld wiederbekommt. Und zwar über die Steuererklärung. Wir bezahlen bei uns hier pro Stunde 15 Euro. Heißt also, nach der Steuererklärung bezahlen wir pro Stunde noch 10 Euro. So, wir buchen für 100 Quadratmeter Wohnfläche für 4 Stunden. Das heißt also, und dafür sparen wir 6 Stunden ein. Jetzt bitte nicht wundern, wir buchen 4 Stunden und sparen 6 Stunden Zeit ein. Wie soll das gehen? Ich sehe es mal so, eine professionelle Putzkraft ist natürlich viel, viel schneller, als ich es persönlich sein kann und ja, da fehlt mir einfach die Erfahrung. Der kennt so manche Kniffe, wodurch der einfach an vielen Stellen Zeit spart. Und jetzt werden sich einige von euch sagen, klar, 40 Euro pro Woche, das ist viel Geld. Aber andererseits, ganz ehrlich, die Zeit, die ich habe, möchte ich auch mit meiner Familie verbringen. Das heißt also mit meinem Kind, mit meiner Frau, mit meiner Familie, was Eltern betrifft und ähnliches. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht damit verbringen, dass ich irgendwo die Toiletten putze etc. pp. Das Schöne bei der Plattform Helpling ist, dass das Ganze extrem einfach abläuft. Ihr könnt entweder über den Browser gehen oder über die App. Zu beides findet ihr den Link unterhalb des Videos. Ja, und es ist wirklich alles übersichtlich. Ich behaupte mal, in unter 5 Minuten findet ihr wirklich eine sehr, sehr gute Putzkraft für euer Haus. Das Ganze läuft dabei in mehreren Schritten ab. Das erste, ihr gebt die Postleitzahl ein. Ich habe mich hier mal als Beispiel für Berlin entschieden. Stellt dann das Datum, die Uhrzeit und die Zeitdauer ein. Und schon werden euch die Reinigungskräfte, die sich in eurem Umfeld befinden, angezeigt. Ihr könnt dort dann auswählen, welche euch am meisten zusagt. Ich bin da ganz klassisch nach den Bewertungen vorgegangen. Das Ganze ist eine Skala wie auf Amazon von 1 bis 5. Habe mich einfach für die Reinigungskraft entschieden, wo ich sage, da stimmt der Preis im Verhältnis zu dem, wie die bisherigen Bewertungen ausgefallen sind. Ihr werdet auch dort verschiedene Rezensionen von Kunden erhalten. Also was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, einfach um Vertrauen in die Reinigungskraft zu besitzen. Denn letzten Endes, ich lasse da jemand Fremdes in meine Wohnung. Da finde ich schön, dass man bei Helpling insofern wenigstens ein kleines bisschen Sicherheit gewinnt. Das ist nämlich etwas, was man auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen in dem Bereich, einfach nicht finden kann. Nachdem ihr dann euren Helpling bzw. die Helplinge ausgewählt habt, dauert es ein bisschen, bis sich der erste von diesen Helplingen zurückmeldet und sagt, ja, den Kunden möchte ich gerne betreuen. Dann ist das Ganze auch schon passé. Es ist alles reserviert und ihr seid quasi in einem kleinen Vertragsverhältnis. Die weitere Kommunikation läuft hauptsächlich über Helpling ab. Dabei kann euch die App sehr nützen oder dann später eben mit der Kommunikation, mit der Reinigungskraft könnt ihr eben auch auf WhatsApp oder ähnliches einfach umsteigen. Und zum Schluss erhaltet ihr mit dem Code, der hier unten in der Ecke angezeigt wird, 50% Rabatt auf eure erste Reinigung bei Helpling. Das finde ich ist eine gute Möglichkeit, einfach mal zu starten. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es ja bei der einmaligen Aktion lassen. Aber ich persönlich bin absolut begeistert. Es ist ein riesen, ja, einfach Wohlgefühl, was sich da entwickelt, wenn ihr nach Hause kommt und eure Wohnung ist sauber. Weitere wichtige Fragen, die sich beim Kontext mit dem Helpling ergeben, lege ich euch auch alles mit einem Link unterhalb des Videos ab. Schreibt mir bitte mal noch unten in die Kommentare rein. Schaut ihr diese Videos über den Browser an, also am PC, oder nutzt ihr die App, sprich euer Smartphone? Das Ganze ist für mich wichtig, weil ich habe mich dieses Mal beim Video echt schwer getan, in welche Richtung ich gehen soll. Schreibt mal rein, dann kann ich das in Zukunft ein bisschen anpassen. Ansonsten findet ihr hier noch meine Abo-Glocke. Klickt einfach da drauf, dann verpasst ihr nie wieder, wenn ich ein Video hochlade und ihr seid immer mit als Erste informiert. Und hier oben habt ihr ein anderes interessantes Video von mir. Ahoi!